Wenn du dich gerade selbstständig machst, ist die Frage wahnsinnig entscheidend, ob du gewerbetreibend oder freiberuflich bist. Dazu haben wir schon einige Videos auf diesem Kanal aufgenommen. Besonders abenteuerlich wird es bei Künstlern. Und deswegen schauen wir uns in diesem Video mal genauer an, unter welchen Voraussetzungen ein Künstler freiberuflich ist und unter welchen Voraussetzungen eventuell doch gewerbetreibend. Hi, mein Name ist Melchior von der Kontist Steuerberatung und wenn du dich in Deutschland selbstständig machst, dann musst du dich ja entscheiden, ob deine Tätigkeit gewerblich ist oder freiberuflich ist. Und je nachdem, ob du freiberuflich oder gewerblich bist, hast du bestimmte Freiheiten oder Pflichten. So müssten Gewerbetreibende zum Beispiel Gewerbesteuer bezahlen. Diese Gewerbesteuer können sie dann in ihrer Einkommensteuererklärung auch anrechnen, aber sie müssen halt diese zusätzliche Steuererklärung machen und in der Regel auch ein wenig mehr Steuern bezahlen. Viele Gewerbetreibende sind on top aber auch Pflichtmitglieder in der IHK beispielsweise oder müssen sich mit der Berufsgenossenschaft auseinandersetzen. Oder aber sie haben strengere Buchhaltungsvorschriften, sobald sie über 60.000 Euro Gewinn oder 600.000 Euro Umsatz im Jahr machen. Das heißt, Gewerbetreibende haben in der Regel etwas höhere Kosten, aber vor allen Dingen auch mehr bürokratischen Aufwand. Und deswegen wollen natürlich möglichst viele Selbstständige lieber freiberuflich als gewerblich sein. Warum das gerade so in Zwischenformen und Graubereichen gar nicht so empfehlenswert ist, auch darauf bin ich in einem separaten Video schon einmal eingegangen. Das verlinke ich dir auch gerne oben rechts. Hier an dieser Stelle nur, du solltest das wirklich klar zuordnen. Und wenn du dir nicht sicher bist, entscheide dich lieber für den Gewerbebetrieb. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie kompliziert das Ganze eigentlich ist, wenn du Künstler bist. Bei der Frage freiberuflich oder nicht dreht sich alles immer um § 18 Einkommensteuergesetz. Und da gucken wir natürlich auch erst einmal rein. Und da steht, Einkünfte aus selbstständiger Tätigkeit sind Einkünfte aus freiberuflicher Tätigkeit. Zu der freiberuflichen Tätigkeit gehören die selbstständig ausgeübte, wissenschaftliche, künstlerische, schriftstellerische, unterrichtende und erzieherische Tätigkeit. Und dann die selbstständige Tätigkeit von einer ganzen Reihe von Berufen. Wichtig ist hier allerdings die künstlerische Tätigkeit. Das heißt, wenn du eine künstlerische Tätigkeit ausübst, dann bist du freiberuflich. Wenn nicht, dann nicht. Wenn du freiberuflich bist, kannst du übrigens auch Mitarbeiter anstellen. Das heißt, du kannst auch Mitarbeiter beschäftigen, die dir quasi zuarbeiten. Wichtig ist allerdings, dass deine Tätigkeit und deine Skills und deine Expertise im Mittelpunkt stehen. Das heißt, du kannst nicht freiberuflich sein, wenn du ein großes Unternehmen leitest. Und wenn du Dolmetscher bist für Deutsch und Englisch und Englisch und Deutsch, also Deutsch-Englisch hin und her übersetzt, dann bist du grundsätzlich damit freiberuflich. Und wenn du jetzt Mitarbeiter hast, die dir zuarbeiten und auch zwischen Deutsch und Englisch hin und her übersetzen, dann kannst du das machen und bist trotzdem noch Freiberufler. Wenn du jetzt allerdings dein Produktportfolio erweitern möchtest und auch zusätzlich noch Mitarbeiter einstellst, die auch zwischen Deutsch und Italienisch und Deutsch und Spanisch hin und her übersetzen können und du sprichst diese Sprachen gar nicht, dann bist du nicht mehr freiberuflich, weil dann steht deine eigentliche Expertise nicht mehr im Mittelpunkt. Dann leitest du Mitarbeiter an, die tätig sind. Allerdings wird dein ganzes Unternehmen, dein Übersetzungsbüro, dann zu einem Gewerbebetrieb. Richtig abenteuerlich wird das Ganze bei dem Bereich Kunst, denn das Finanzamt muss im Einzelfall ja entscheiden, ob etwas Kunst ist oder keine Kunst ist. Oder genauer gesagt, ob eine Tätigkeit künstlerisch ist oder nicht. Und das ist ehrlicherweise natürlich eine sehr subjektive Entscheidung, aber das Finanzamt braucht ja irgendeine Grundlage, anhand derer sie entscheiden kann, ob etwas Kunst ist oder nicht. Sonst kann ja jeder irgendwie hingehen und sagen, naja, ich bin ja super kreativ. Auch ich könnte als Steuerfachmensch ja super kreativ tätig sein. Bin ich dadurch Künstler oder bin ich dadurch kein Künstler? Es ist wahnsinnig schwierig. Und das Finanzamt, ich würde mal sagen, eskaliert auch bei der Auslegung, ob etwas künstlerisch ist oder nicht. Das heißt, da sitzen dann Beamte im Finanzamt, und die versuchen irgendwie Kunst, die ja sehr schwer zu greifen und zu beschreiben ist im Zweifel, irgendwie in Rahmen und Regeln zu pressen. Und da gibt es auch verschiedene Ansätze. Zum Beispiel, ist es mehr Handwerk oder ist es mehr Kunst? Es gibt auch die Möglichkeit, deine Vorbildung zu betrachten. Also hast du etwas studiert oder gelernt oder Berufserfahrung im Bereich Kunst? Außerdem könnte man die Einzigartigkeit von deinen Werken betrachten. Produzierst du Serien, also machst du Massenfertigung von etwas, oder ist jedes Werk von dir ein Unikat, ein Einzelstück, ein Einzelwerk? Aber auch die Art und Weise, wie du in die Öffentlichkeit gehst und in die künstlerische, ja, ich würde mal sagen, Community eingebunden bist, kann auch Hinweise darauf geben, ob du eher freiberuflich oder gewerblich tätig bist. Zum Beispiel die Teilnahme an Festivals oder Kunsthandwerkermärkten oder aber auch die Mitgliedschaften in bestimmten Verbänden im künstlerischen Bereich. Das alles kann Einfluss darauf haben, ob du freiberuflich oder gewerblich bist. Du merkst schon, das Ganze ist wahnsinnig theoretisch und unglaublich schwer für eine Einzelperson zu greifen. Die Entscheidung, ob du freiberuflich oder gewerblich bist, ist für dich und deine Selbstständigkeit wahnsinnig wichtig. Allerdings wird man tatsächlich mit diesem Gesetz, also mit § 18 Einkommensteuergesetz, ziemlich allein gelassen. Und was machen wir, wenn wir mit dem Steuergesetz nicht wirklich weiterkommen und das Ganze uns irgendwie keine befriedigende Antwort gibt? Dann schauen wir uns in der Regel Urteile an. Urteile sind, erzähle ich dir nichts Neues,
von einem Gericht. Das Gericht schaut sich also einen bestimmten Einzelfall an und entscheidet in einem bestimmten Einzelfall, ah, das war jetzt gewerblich oder das war jetzt freiberuflich. Und gerade in dem Bereich Kunst und freiberuflich versus Gewerbebetrieb gibt es wahnsinnig viele Urteile. Diese Gerichtsurteile beziehen sich natürlich immer auf diesen einzelnen da verhandelten Fall. Allerdings können sie dir natürlich einen wahnsinnig guten Richtwert geben, ob du eher freiberuflich oder gewerblich bist. Du findest eine ganze Auflistung unten in der Videobeschreibung, die besprechen wir jetzt einmal gemeinsam, aber in der Videobeschreibung findest du auch die genauen Fundstellen zu diesen Urteilen. Das heißt, du kannst dir das Ganze auch nochmal im Einzelfall noch deutlich genauer anschauen, um zu sehen, welcher Einzelfall da eigentlich verhandelt wurde und was die Begründung des jeweiligen Gerichtes ist. Und das Ganze gibt dir dann hoffentlich einen möglichst genauen Blick darauf, ob deine Tätigkeit jetzt freiberuflich oder gewerblich ist. Und diese Liste schauen wir uns jetzt einfach mal gemeinsam an. Zum Beispiel hat der BFH, der Bundesfinanzhof, einmal ein Urteil gefällt zum ganzen Beruf der Show- und Quizmaster. Und die Entscheidung war, die Verbindung von Sprechen und Ansage mit einer optischen Darbietung ist tatsächlich eine künstlerische Darbietung mit ausreichender Gestaltungshöhe. Also in diesem ganz konkreten Fall war es eine künstlerische Tätigkeit als Show- und Quizmaster. Als Designer bist du grundsätzlich künstlerisch tätig. Wichtig da auch natürlich die Designtätigkeit. Wenn du jetzt Social-Media-Bildchen baust oder Webseiten baust und auch ein wenig Designs, ist natürlich das Social-Media-Marketing und der Webseitenbau keine künstlerische Tätigkeit mehr. Und dann bedeutet das unter Umständen, dass deine gesamte berufliche Tätigkeit keine künstlerische Tätigkeit mehr ist. Als Dirigent bist du freiberuflich, wenn deine Darbietung oder die Darbietungen bestimmten Qualitätsstandards entspricht. Welche das sind? Keine Ahnung, kannst du gerne nachlesen, falls du Dirigent sein solltest. Als Fernsehansager bist du auch Künstler. Zumindest hat das so das Finanzgericht in Berlin entschieden. Dann gibt es den ganzen Beruf der Filmhersteller. Und als Filmhersteller bist du auch Freiberufler, wenn du an allen Tätigkeiten selbst mitwirkst. Das heißt, das ist ganz wichtig, du musst an deinen Werken tatsächlich mitwirken und darfst nicht nur weisungsgebunden von jemandem einfach nur das ausführen, was jemand anderes sich überlegt hat. Als Fotodesigner bist du künstlerisch tätig, genauso als Fotograf oder als Grafiker. Das sind jeweils Urteile vom Bundesfinanzhof. Als Kameramann bist du, und da ist die Begründung ganz interessant, bist du auch freiberuflich. Zwar nicht als Künstler, aber als Bildberichterstatter. Dieses Wort oder dieser Beruf Bildberichterstatter steht nämlich tatsächlich auch im § 18 Einkommensteuergesetz. Das heißt, als Kameramann bist du freiberuflich, weil du sehr journalistenähnlich arbeitest als Bildberichterstatter. Und es gibt noch ein anderes Urteil, als jemand weniger als Berichterstatter gearbeitet hat, sondern an einem Film mitgearbeitet hat. Da hat das BFH auch entschieden, dass es sich um eine Freiberuflichkeit handelt. Wichtig da auch, da ist die Abgrenzung immer relativ schwierig zur Werbung. Wenn du Werbung produzierst, dann wird das Ganze schwierig und dann landest du ganz häufig auch in dem Bereich des Gewerbebetriebs. Als Kunsthandwerker bist du auch Freiberufler mit deiner künstlerischen Tätigkeit, sofern du von dir selbst entworfene Gegenstände herstellst. Wichtig da, da muss die Kunst im Mittelpunkt stehen. Wenn du Handwerker bist, der auch so ein bisschen kreativ tätig bist, bist du eher Handwerker und damit eher gewerbetreibend. Als Kunsthandwerker, der seine eigenen Gegenstände herstellt, wärst du allerdings freiberuflich. Als Magier und Zauberkünstler bist du auch freiberuflich und tatsächlich auch Künstler. Allerdings nur bei ausreichender Gestaltungshöhe. Was das genau ist und ob der Hase aus dem Hut ausreicht, um eine ausreichende Gestaltungshöhe zu erreichen, das weiß ich nicht, das kannst du aber gerne nachlesen. Grundsätzlich gibt es allerdings Urteile, die sagen, als Zauberkünstler bist du tatsächlich freiberuflich. Als Maler, also als Kunstmaler, nicht derjenige, der Wände einfach weiß malt, dann bist du immer gewerblich tätig, sondern als Kunstmaler bist du Künstler und damit auch freiberuflich. Wenn du deine eigenen Werke erschaffst, sowieso, aber auch wenn du weisungsgebunden arbeitest und deine persönliche Note mit einbringen kannst und selbstständig für die Qualität des Erzeugnisses verantwortlich bist. Das sagt zumindest das Finanzgericht Berlin und der BFH. Das heißt, als Kunstmaler bist du relativ sicher und eindeutig freiberuflich. Als Maskenbildner und Maskenbildnerin bist du gewerblich tätig. Witzig ist allerdings, als Make-up-Artist und Visagist bist du freiberuflich. Was genau der Unterschied zwischen Maskenbildner und Visagist ist, ich weiß es nicht. Wenn du in diesem Beruf tätig bist, dann kennst du die Unterschiede vielleicht, aber für dich ist das vielleicht auch eine Argumentationshilfe, wenn
wenn du mit dem Finanzamt zu tun hast, um zu erklären, was du eigentlich bist. Als Model, also als die Person, die vor der Kamera ist und nicht hinter der Kamera ist, bist du gewerblich. Als beratender Modeschöpfer kommt es darauf an, ob du sonst als Freiberufler akzeptierst und anerkannt bist. Wenn ja, dann ist auch deine beratende Tätigkeit als Modeschöpfer freiberuflich. So hat das Ganze zumindest der BFH entschieden. Alle weiteren Informationen findest du auch dazu unten in der Videobeschreibung. Einen besonders interessanten Fall hat das Finanzgericht Düsseldorf entschieden. Da geht es weniger um Kunst, aber ich finde ihn halt einfach wahnsinnig lustig. Und zwar als Rätselhersteller. Diese Rätselhefte, die überall rumfliegen, die müssen davon irgendwem geschrieben werden. Und da wurde entschieden, ist das Ganze künstlerisch? Und tatsächlich, wenn du Rätsel erstellst, bist du erstmal kein Künstler, aber du bist Schriftsteller. Das heißt, wenn du Kreuzworträtsel entwirfst, bist du Schriftsteller und Schriftsteller sind auch freiberuflich. Das heißt, solltest du beruflich Rätsel erstellen, bist du auch freiberuflich. Als Rundfunksprecher oder Moderator kommt es darauf an, wie viel du quasi selbst dich auslebst. Also wie viel schöpferische Leistung bringst du in deine Arbeit ein. Wenn du zum Beispiel Hörspiele einsprichst, dann bist du freiberuflich. So hat es zumindest der BFH entschieden. Als Schauspieler ist der Fall ziemlich kompliziert, um ehrlich zu sein. Da muss man nämlich genau schauen, wie viel eigenschöpferische Leistung bringt eigentlich dieser Schauspieler mit. Als Schauspieler nur, wenn du wirklich eine eigenschöpferische Leistung erbringst. In der Regel ist das allerdings nicht der Fall. In der Regel ist es ja so, dass man als Schauspieler etwas darstellt, wo einem vorher ein Regisseur oder eine Marketingagentur genau gesagt hat, was man zu tun hat. Deswegen ist die Schauspielerei in der Regel eher eine gewerbliche Tätigkeit. Die gleiche Schwierigkeit hat man mit Sprechern, also professionellen Sprechern. Als Werbespot-Sprecher bist du in der Regel gewerblich. Wenn du allerdings Synchronsprecher bist für ausländische Firmen, dann gibt es tatsächlich die Entscheidung, dass du freiberuflich bist. Weil das Übersetzen und das Interpretieren ist eine ausreichende schöpferische Leistung, um deine Tätigkeit zu einer freiberuflichen Tätigkeit zu machen. Falls du Steinmetz sein solltest, ist der Fall relativ eindeutig. Steinmetze gelten nämlich als Freiberufler. Witziger und ja, interessanter wird das eher beim ganzen Thema Tanzen. Wenn du zum Beispiel Ballett ausübst, dann bist du freiberuflich. Wenn du allerdings Standardtänze tanzt, dann, wie das schon quasi sagt, dann ist deine eigenschöpferische Leistung nicht groß genug, weil du tanzt ja nur Standardtänze. Dann bist du gewerblich tätig. Und bei Musikern ist das Ganze auch schwierig. Bei Musikern bist du freiberuflich ab einem gewissen Qualitätsstandard. Wer das genau prüft und entscheidet, ob die Qualität der Musik ausreicht oder nicht, ich weiß es nicht. Du weißt es allerdings, wenn du professionell Musik machst, dann sollte die Qualität eigentlich dafür ausreichen, dich als Freiberufler zu bezeichnen. Als Modedesigner oder witzigerweise in den entsprechenden Urteilen als Textilentwerfer bezeichnet, bist du freiberuflich. Das heißt, das ist eine künstlerische Tätigkeit. Spannend wird das beim ganzen Thema Tontechniker. Denn auch da stellt sich die Frage, wie frei bist du in deiner Entscheidung? Also bist du ein Tonkünstler? Dann ist das tatsächlich eine freiberufliche Tätigkeit. Wenn das wirklich eine eigenschöpferische Leistung ist, dann bist du auch als Tontechniker, Künstler freiberuflich. Als reiner Tontechniker, der quasi auf Anweisung arbeitet, bist du wiederum eher gewerblich tätig. Wenn du als Redner, zum Beispiel Trauerredner, arbeitest, dann ist das eine freiberufliche Tätigkeit, wenn du jede Rede neu schreibst. Wenn du auf jeder Trauerfeier einfach immer das Gleiche erzählst, dann ist das eine gewerbliche Tätigkeit. Es ist übrigens auch eine gewerbliche Tätigkeit, wenn du nach so einem Baukastensystem arbeitest. Also wenn du schablonenartig deine Reden erstellst und einfach die Formulierungen so ein bisschen austauschst, auch dann ist es eher eine gewerbliche Tätigkeit. Wir haben ja schon besprochen, dass Fotografen in der Regel freiberuflich sind. Das gleiche gilt auch bei Werbefotografen, wenn du eine gewisse Gestaltungshöhe hast. Das heißt, wenn du dich selbst ausdrücken kannst in den Bildern, dann bist du auch eher Künstler. Wenn du rein auf Anweisungen von deinem Auftraggeber arbeitest, dann ist das eher eine gewerbliche Tätigkeit. Diese gleiche Problematik und Abgrenzungsschwierigkeit haben wir nicht nur bei Fotografen, sondern auch bei Schriftstellern. Denn auch bei Schriftstellern kannst du ja unter Umständen auf Auftrag schreiben, also für Webseiten, für Online-Shops und so weiter oder ganz eigene Werke. Und da gilt auch immer deine eigene schöpferische Leistung. Also wie viel Kreativität, Schöpferkraft kannst du in dieses Werk mit einbringen? Und immer dann, wenn du deine eigene Note mit einbringen kannst, deinen eigenen Stil, dann ist es eine freiberufliche Tätigkeit, wenn du wirklich nur ganz schematisch arbeitest, zum Beispiel bei Produktbeschreibungen in einem Online-Shop, dann ist das Ganze eher eine gewerbliche Tätigkeit. Damit haben wir einmal unglaublich viele Einzelfälle besprochen. Ich weiß jetzt nicht, ob dein konkretes Beispiel dabei war. Wenn du dazu noch Fragen hast,
dann schreib uns gerne einen Kommentar unter diesem Video. Ich kann dir allerdings nicht versprechen, dass ich dir ganz konkret weiterhelfen kann. Denn Recht und Gesetz und damit auch das Steuerrecht in Deutschland ist einfach nicht schwarz-weiß. Und wir sind hier definitiv in einem Graubereich. Ich kann dir ziemlich genau sagen, was im Gesetz steht und was der Gesetzgeber damit vielleicht auch irgendwann mal gemeint hat. Die Praxis ist allerdings so, dass das wirklich ein Bereich ist, der nicht so 100% sicher ist. Und deswegen hier an dieser Stelle auch nochmal mein Appell. Wenn das Ganze nicht eindeutig freiberuflich ist bei dir, würde ich mich immer an deiner Stelle eher für den Gewerbebetrieb entscheiden, weil dich dann einfach das Korsett der Freiberuflichkeit nicht so sehr eingrenzt. Dann kannst du auch andere Dinge erledigen. Und auch noch ein wichtiger Hinweis, du kannst tatsächlich, bevor du dich selbstständig machst, auch beim Finanzamt melden. Einmal deine Tätigkeit schildern, genau beschreiben, was du vorhast und dann kannst du vorher eine Einschätzung vom Finanzamt einholen, wie denn das Finanzamt deine Tätigkeit einstufen würde. Wenn du irgendeinen dieser genannten Fälle hast, der nicht exakt genau so ist, wie schon ein Urteil ist, würde ich das an deiner Stelle als Künstler tatsächlich auch in Anspruch nehmen und würde dann lieber 1, 2, 3, 4 Wochen vor der Gründung mehr investieren, um danach wirklich auch Rechtssicherheit zu haben. Und ein abschließender Kommentar noch zur Künstlersozialkasse. Ganz viele Selbstständige haben Angst, dass sie nicht in der Künstlersozialkasse sein können, wenn sie nicht im Steuerrecht vom Finanzamt als Künstler anerkannt werden. Das Ganze hängt aber nicht zusammen. Tatsächlich ist die Definition von einem Künstler bei der Künstlersozialkasse weiter als die beim Finanzamt. Das ist also immer getrennt zu betrachten. Es kann absolut sein, dass du in der Steuererklärung gewerblich tätig bist und nicht künstlerisch tätig bist und trotzdem immer noch in der Künstlersozialkasse versichert sein kannst. Ich hoffe, mit diesem Video konnte ich dir weiterhelfen und ich habe dich nicht noch mehr verwirrt. Ich sehe das Risiko, dass das passiert ist. Wenn du da noch Fragen hast, dann, wie gesagt, schreib uns gerne einen Kommentar unter diesem Video und ich versuche dir nach bestem Wissen und Gewissen weiterzuhelfen. Wenn du bei all diesen Fragen und auch bei deiner Buchhaltung und deiner Steuererklärung gern Steuerberater an deiner Seite hättest, dann habe ich auch ein Angebot für dich. Du kannst gern unser Mandant werden. Wir sind nämlich spezialisierte Online-Steuerberater für Freiberufler und Selbstständige und betreuen tatsächlich auch einige Künstler und die haben in der Regel überhaupt gar keine Probleme mit ihren Steuern. Alle Informationen zu unserem Angebot und wie wir dir ganz konkret weiterhelfen können, das erfährst du, wenn du einmal hier klickst. Aber du kannst dich natürlich auch erstmal weiter auf unserem Kanal umschauen und andere Videos anschauen, zum Beispiel dieses hier oder dieses hier.